Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Survival Fountain of Youth. Es ist gerade wieder Abend, das heißt, wir schlafen gleich mal und ich muss ganz dringend was trinken, nachdem ich geschlafen habe. Beziehungsweise eine Kokosnuss essen. Sag mal, haben wir hier irgendwelche Kokosnussbäume? Ich habe mir ein paar Kartierungsdinger gemacht, 10 Stück, weil ich will heute ein bisschen da hinten rumlaufen und erkunden. Du bist ein Kokosnussbaum, aber du siehst aus, als hättest du keine Kokosnüsse. Ja, weil ich die schon mal geerntet habe. Die Datteln helfen mir nicht viel. Da hinten könnte noch ein Kokosnussbaum sein. Hier ist bestimmt wieder gleich irgendeine Spinne. Ja. Jetzt kann ich das auch wegschmeißen. Ich habe mir da vorne hin, wegen Platz und Gründen und so weiter. Warte. Habe ich mir vor meinem Haus 2 Kisten hingebaut, weil mit diesen Holzbrettern, die ich ja hatte. Hallo. Na du? Oh, hat Angst. Ich tu dir nichts. Das war, glaube ich, ich. Und gleich wieder eine Spinne. Ich sehe es schon. Hier habe ich mir eine Kiste hingebaut. Die kann ich ja, wenn auch, verschieben. Da habe ich jetzt ein paar solche Dinger rein erstmal. Wegen und so, ne? Hier liegen noch überall Tiere rum. Also wenn die Tiere noch liegen, wenn ich mal Lust habe, die abzubauen, dann mache ich das. Aber momentan eher nicht so. Ich bin dafür der voll geheilt. Die sind immer noch so laut. Dieses Piepen, das geht bis in mein Gehirn. So. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal. Ich möchte gerne mal diese Stufen hoch. Wo habe ich denn, hallo? Wo habe ich denn diese Stufen gesehen? Die können dich auch, glaube ich, umrennen. Die tun dir zwar nichts, aber weil die so in Panik sind, können sie dich, glaube ich, umrennen. Ich müsste eigentlich langsamer laufen, um zu gucken, ob hier irgendwo eine Spinne ist, aber... Hier waren wir schon. Nee, ich dachte jetzt halt, ach, du bist wieder so ein Kaffeestrauch. Sah jetzt aus, als ob hier irgendwie... Hier sind wieder diese Ritterlinge. Die müsste ich mir eigentlich merken, weil... mit denen kann man was machen, das ich zwar jetzt nicht so wahnsinnig im brauche, glaube ich, aber... Mit denen kann man was machen, wo man auch so einen Vorteilspunkt wieder freischalten kann. Da bin ich das letzte Mal durch, ne? So, und wo war jetzt diese Stufen? Wo war diese Stufe? Wo waren diese Stufen? Hier, da wollte ich hoch. Hier waren wir ja drin in dieser Höhle beim letzten Mal. Da hinten ist er. Seht ihr den da hinten bei meinen... Guck mal! Der sieht dich einmal und lässt dich nicht mehr los. Gott sei Dank sind die Füchse nicht so. Da oben ist noch einer. Die sind super nervig. Was bist du? Ja. Sag's euch. Zwei von zwei abgewehrt, ohne einen Schaden. Schaffe ich beim letzten jetzt nicht mehr. Ach, das war schon der. Ach so. Ja gut. Ich hätte auch so einen Turm mitnehmen können. Wir haben jetzt so einen Kartierungsturm da. Aber ich bin schneller mitten. Also ich gehe mal davon aus, dass du... Hier steht sogar ein Kartierungsbaum, oder? Ich könnte ein Ei mitnehmen. Nein, ich habe wieder alles gemacht. Für die Eier brauchst du auch keine Werkzeuge. Boah, mein Kabel von meinem Kopfhörer kam gerade an meinen Fuß und ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Spinne oder so. Mein Gott. Da wird der Herzinfarkt kriegt. Ja genau, so einen Turm können wir bauen. Man kann ihn, glaube ich, auch mit G mitnehmen. Das heißt, du musst ihn nicht immer neu bauen, aber
kann die nicht mitnehmen. Was ist das? Irgendeine Karte. Bom, bom. Ich will kurz mal... Wieso ist das hier so hügelig? Da hinten wabert wieder irgendwas am Baum. Wir gehen da mal hoch. Oh mein Gott. Hallo. Ach ja, und ich habe übrigens auch einen Tipp bekommen. Mit 0 kann man Werkzeuge wegstecken. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr, sehr gut. Und der Tipp ist wirklich Gold wert. Ach, hier oben ist es echt schön. Also ich muss sagen, es ist schon eine schöne Insel. Da hinten sieht man auch unser kleines Häuschen. Sogar die Blueprints sieht man noch. Sehr cool. So, warte mal. Map kartieren. Moment. Oh, ich habe was gesehen. Kupfer. Bambus. Aloe. Da hinten ist der Jaguar. Oh, ich habe meine Armbrust nicht dabei. Da müssen wir mit dem Bogen ran. Ja, die hatte ich rausgelegt, weil wegen Gewicht und so. Müssen wir mit dem Bogen gucken. Der wird mich dann auf jeden Fall einmal fressen. Geht's hier wieder runter? Ist das hier wieder so ein Ding, wo es runtergeht? Ach, ist ja mein Liebling. Wo war denn hier die Leiter? Beach. Könnte natürlich auch noch mal zurücklaufen. Ich glaube, die wäre sogar im Boot, aber wir schaffen das auch. Wir schaffen das auch mit dem Bogen, glaube ich. Nur es ist halt schade, dass wir das alles nicht mitnehmen können. Aber ich brauche das halt momentan noch nicht so. Ich sehe das halt momentan noch nicht, aber wir bräuchten das schon irgendwann, ne? Vor allem ist da hinten auch der Tegu. Oh mein Gott, wie schön sieht denn das hier aus? Guck doch mal. Nimm mal bitte das wieder in die Hand. Ich habe ein bisschen Schiss. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, eher dann komm. Wo auch immer du bist. Ich seh dich noch nicht. Normalerweise kommt der doch gleich. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Ja, dann komm halt. Wie spät haben wir denn? Wieso wird es so dunkel? Wieder, ey. Die haben eine Range. Okay, ich muss ihn einmal hitten. Und dann nochmal hitten. Und der beißt mich auf jeden Fall einmal. Das war ein Panikschuss. So, wo ist mein Pfeil hin, den ich hier einfach aus Panik hingeschossen habe? Ach, ich habe ihn hinzugefügt, okay. Habe ich beide wieder? Ich würde halt gerne... Eigentlich brauche ich... Die Sehnen, ja. Bleib mir hier liegen, Kätzchen. Oh, ich habe schon wieder so unterge Hände. So, aber jetzt muss alles weg sein, oder? Steht da... Wieder wird getötet? Nee, 20 Tage diesmal. Vielleicht war es auch ein Bug. Mit dem wird getötet auf der roten Insel. Da gibt es die Blätter. Hier ist ein Kupfer. Die Jaguare, die beschützen immer dieses Kupfervorkommen.
18 Stück sind es. 142 würde ich dann wiegen, alles klar. Da müssen wir auf jeden Fall hingehen, jetzt wo alles weg ist. Warte mal kurz. Hier ist auch noch einer. 20 Tage, 7 Tage, 7 Tage, 7 Tage, okay. Da bauen wir uns mal ein schönes, ne? Wenn ich noch ein bisschen Platz habe, nehme ich schon mal was mit, weil manchen Dingern, um die zu bauen, brauchst du auch Kupfer. Die Harp hier eigentlich noch da, in der das da gehört. Die habe ich noch nicht getötet, oder? Hm. Tafel im Baum. Findet mir irgendwas? Lied der besten Menschen. Und um Gerechtigkeit zu bringen und Konflikte zu verhindern, haben die Ältesten gesprochen. Nur die Besten sind eines längeren Lebens wert. Da diejenigen, die für den Stamm am nützlichsten sind, noch mehr Gutes schaffen, indem sie länger leben. Mögen diejenigen, die länger leben möchten, bereit sein, ihren Wert für ihren Stamm, ihren großen Rat und den Brunnen selbst zu beweisen. Mögen diejenigen, die den wundersamen Trank wünschen, bereit sein, sich den Prüfungen zu stellen. Mögen diejenigen, deren Tapferkeit, Meisterschaft, Wissen und Stärke zweifelsfrei erwiesen werden, als die besten Menschen bezeichnet werden. Mögen die besten Menschen das gesegnete Wasser konsumieren, um ihre Jugend zu verlängern. Und alle, die dies hörten, waren sich einig. Und dies ist eine faire Lösung und wird von nun an für immer und ewig festgelegt werden. Wir haben schon wieder bald Nacht. Oh, es ist laut. Oh mein Gott. Du bist eine Aloe, oder? Hier irgendwas, weil es hier so eine Einbuchtung macht? Nee, ne? Nee. Will mal kurz gucken, wie viel könnte ich denn mitnehmen? Beziehungsweise, wie viel könnte ich rausschneiden? Ich kann nur 30 rausschneiden. Halt in 3. Schneiden. Aber jetzt haben wir gleich wieder Tag. Ich könnte die da reparieren, aber kann auch nicht mehr so viel mitnehmen. Jetzt kann ich nichts mehr mitnehmen. Jetzt bin ich voll. Volliger als voll. Es wird bald Nacht. Ach so, hier war ja... Ja genau, hier liegt noch ein Stein, den kann ich dann auch... Warte mal, wenn der Stein hier liegt, dann kann ich doch die beiden mal kurz damit hinlegen. Dann nehmen die... Dann nehmen die wir mal irgendwann zusammen. Geht's hier auch wieder runter oder ist das diesmal nur so ein... Nee, das ist diesmal nur so ein Gebilde. Hier liegt so ein Bambusrohr. Nee, hier geht diesmal nichts runter, okay. So, hier waren die Chroniken. Ich würde manchmal gerne näher... Nein. Näher hinscrollen, aber man kann nicht mehr als so... Also ich kann gerade nicht mehr als so hinscrollen. Vogelnest-Chroniken, da, da, da. Da hinten ist halt noch was und hier ist auch so ein Objekt. Wir müssen erstmal schlafen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Ding zurück. Zum... Weißt schon? Haus. Mach da schon wieder ein Tegu. Wo bist du? Komm. Seh dich gerade nicht. Hat er mich erschrocken. Noch einer. Was bist du denn für ein Fiesling? Alter. Hier sind auch Ritterlinge. Kann nichts mehr tragen.
hatte die Hoffnung, dass ich leichter werde, wenn ich hier schlafe und was zum Essen habe. Hier oben war ich auch noch nicht. Hier ist auch ein Spezialobjekt. Ich kann das doch nicht mehr mitnehmen. Ich bin doch so schwer. Müsste ich hier echt mit dem Karren hingehen. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, ohne Karren hier rumzulaufen? Hier ist auch eine Siedlung. Ich mache mir kurz einen Karren, wenn ich das kann. Wir gehen zurück. Nur ich weiß nicht, wo zurück ist. Hier ist auch noch ein Stein. Gleich bei der Treppe. Ich muss mir die Locations von den Steinen merken. Wo waren jetzt ja diese Ritterlinge? Ich habe es wieder nicht gemerkt, ne? Irgendwo waren die hier. Waren die unter irgendeinem Baum? Du Arschi! Kommst du? Ey, Gott sei Dank machen die nix. Ich wäre schon so oft tot gewesen, weil die halt in so einer Herde sind. Was braucht denn so ein Karren? Wo war denn der? Braucht denn so ein verbesserter? Hupferbarren. Aber wenn ich mal kurz rübergehe und wieder her, dann haben wir die ja, ne? Holzbrett. Hupferbarren. Hier Holzbrett. Und zwei Kupferbarren. Müsste machbar sein, oder? Ich lass die mal kurz hier. Wir gehen kurz mal rüber. Holzblätter weiß ich halt nicht, ob ich... Doch, die habe ich hier, ne? Ja. Wir gehen mal kurz rüber. Weil die müsste ich machen können. Tiere sind mir überlegen, was Sicht, Gehör und Instinkte angeht. Um mich ihnen unbemerkt zu nähern, muss ich mich hinducken und von hinten an sie heranschleichen. Wenn das Tier mich bemerkt oder hört, kann es mich schon von Weitem wittern. Ja. Von sehr Weitem. Wir haben eine sehr, sehr weite Range. Ladebalken, 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 Ladebalken. Na? Wildschweini. Das dauert schon immer ein bisschen, das Übersetzen. Andocken. So. Wenn ich jetzt wieder wüsste, in welchem... Das braucht doch mit Sicherheit Kohle, oder? Einen bestimmten Anzünder, den ich nicht mehr habe. Aber den habe ich hier. Aber schau. Weiß immer nicht, wo was gemacht wird. Warst es du? Ja, du warst es. Feuer, ein Brennstoff anzünden. Fehlzündung. Du brauchst eine Stunde 18. Dann machen wir noch einmal. So, dann haben wir das. Dann kannst du das wieder reinlegen. Dann kannst du... Ach, ja, doch, leg das doch. Das
Das ging zwischenzeitlich wahrscheinlich aus. Also während es noch nicht fertig war, ging es aus. Wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. Sehr schön, dass die Zeit so schnell vergeht im Spiel. Wenn das Real-Life-Dinger wären. Oh. Da. Perfekt. Die anderen habe ich im Ding. Ja, dann haben wir es doch eigentlich. Wo ist denn unser Fuchs hin, der hier war? Der hat sich verkrümelt, ha? Da war doch hier ein Fuchs. Das war bestimmt eine Schlange hier. Wir haben hier diese Nabelschweine. Heißen die Nabelschweine? Nee, jetzt sind es Picari. Haben sie die umbenannt oder heißen die jetzt halt auch anders? Die haben die umbenannt. Die heißen nicht mehr Nabelschwein. Heißen jetzt Picari. Okay. Haben wir Picari hier? Ja, das Geräusch ist immer noch. Hätte ich als Haustier gerne behalten, aber so nicht. Warte ein bisschen. Ich könnte mich mal verbinden, so vom Ding her. Das müssten wir auch bald wieder reparieren. Wir könnten mal gucken, wenn wir die Tiere häuten und alles, die wir jetzt gelegt haben, eventuell, wenn die Haut haben, dass wir uns... Warte. Und diese Rüstung hier. Aber die brauchen halt immer wirklich Leder. Also wirklich, wirklich Leder. Und das Leder braucht halt natürlich immer diese Haut. Wir haben zwar ein bisschen Haut, aber jetzt auch nicht so viel. Komm, mach hin. Er geht noch hoch. Charakter. Das ist das, was wir jetzt hier gelevelt haben, noch so zwischendrin. Und da haben wir schon wieder 3 Punkte. Lesegeschwindigkeit. Guter Schlaf ist bei allen Krankheiten dennoch möglich. Erhöht das Maximallimit für Sättigung, Wasserzufuhr. Ich mach das. Scheißegal, ich mach das. Auch schon gelernt. So. Was war das jetzt? So, wie gehen wir rüber? Ich muss mal gucken, wie kaputt mein Boot ist. Ich habe das zwischendurch schon mal wieder repariert. Ja, das geht noch. Das ist zwar echt immer viel, wenn du hin und her reist, aber es geht noch. Ich hoffe ja, dass wir dann in der Zwischenzeit mal irgendwann einen Katamaran bauen können. Es ist Nacht. Und wir sind wieder voll geheilt. Sehr schön. So, ach nee, stopp, stopp. Ich hoffe, das waren Holzbretter und keine geteilten Baumstämme. Die beiden verwechsel ich immer, obwohl sie in unterschiedlichen Richtungen eigentlich gehen. Herstellung. Herstellung, verbesserter Karren. Ich stehe gerade im Karren. Okay, gut. Wie viel trägst du? 160. Ja. Nimm mal den noch mit. Wie irgendwo so eine Steinsäge.
So, kommen Sie mit. Wir haben eine Mission. Und den da lasse ich jetzt halt nochmal liegen, die wo hier ist. Oh mein Gott, Spinne. Oh, 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 oh. War das eine Spinne oder war das ein Skorpion? Irgendwas war da auf dem Boden. Oder was war noch was anderes? Ich weiß es nicht. Ich habe nur aus dem Augenwinkel irgendwas gegen gehabt und dachte mir, oh oh. Hier lag auf jeden Fall einer. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein, der schnurstracks. Ich hätte die andere mitnehmen. Egal. Ich hätte die andere Ding mitnehmen können. Die andere. Spitzhacke. Die bessere. Rein theoretisch. Jetzt bin ich schon weg. Die ist, glaube ich, im Boot, ja. In die Armbrust. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Knochen brauche ich jetzt wahrlich nicht. Ich habe noch so viele daheim. Nein, nein. Oder? Habe ich ihn aufgehoben, langer Stock. Wenn du mehr Tiere ausnimmst, dann hast du immer so eklige Hände. Braucht es eigentlich nicht. Aloe brauche ich gerade, ne? Da waren meine drei Steine. Bist ein kleiner, du bist auch ein kleiner. Jetzt wird es allerdings, glaube ich, sehr schlimm werden. Mit der Nacht und mit dem Trinken. Geht noch. Ich muss jetzt schlafen. Für meine Energie. Okay, aber wenigstens sind wir fertig geworden. Das ist doch okay. Das ist noch okay. Und wir haben wieder Tag. Das ist super. Dann kann das nach. Habe ich nicht gelesen. Wann war es? 8 Tage? 8 Tage. Die haben das, glaube ich, auch angepasst, ne? Mit dem letzten Update. War hier irgendwas? Ne. Bianca sucht nicht wieder in so Ecken rum, die dich nichts angehen. So, warte mal. Wo habe ich meine. Hier. Bist du erst gespawnt? Du warst doch vorhin nicht da, oder? Wo
Diese Kaktusdinger und die anderen Pflanzen, die können wir irgendwann mal holen, wenn wir sie brauchen. Ich weiß ja, wo es es gibt. Die müssen jetzt nicht unser Inventar verstopfen. Würde ich sagen. Nee? So. Aber da wir jetzt auch schon über 32 Minuten haben, würde ich sagen, ich laufe jetzt schon mal hin, aber dieses kleine Dorf schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und dann geht es hier ein bisschen weiter mit dem Erkunden. Da haben wir jetzt alles, ne? Hier war ein Drachenfruchtvogelnest. Da. Das ist nichts, was man jetzt so unbedingt braucht. Hier ist übrigens auch noch eins. Da müssen wir auch hin. Also hier hinten, sag ich mal, haben wir jetzt ein Check. Dann muss man zu einem kleinen Häuschen, wo das war, weiß ich gerade nicht mehr. War das hier irgendwo? Oder hier, oder? Auf jeden Fall würde ich sagen, diesen Bereich hier und diesen Bereich. Und hier ist auch noch ein Baum. Ich meine, wir können ja auch noch mal auf den Baum und von da kartieren vielleicht. Schaden wird es nicht. Vielleicht gibt es ja da auch noch mal irgendwas Schönes oder irgendwas Neues, keine Ahnung. Hier liegen noch welche, die nehme ich vielleicht noch mit. Aber würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich musste gerade niesen. Oh, diese Allergie. Damit verabschiede ich mich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir mal in dieses Camp hier oben. Mal gucken, was wir da alles finden. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Die hat sich jetzt halt voll hinterm Gestrüpp versteckt. Hinterm, nicht im. Auch neu. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Macht es gut und bis dahin. Ciao.